Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute geht es um den nächsten schweren Boss, den Frostläufer. Das hatten sich ja einige gewünscht. Den haben wir heute im Stream zusammen besiegt und das war auch gar nicht so einfach. Der hat nämlich echt sehr, sehr schwierige Mechanics. Wenn ich das nochmal zusammenfasse, läuft der Kampf gegen den Frostläufer ein bisschen anders als gegen den Sumpfläufer. Man muss, so gut es geht, nur auf die Schwachstellen gehen. Das heißt, dieses Auge, das Auge hier, diese Schulterplatte oder was das ist. Und umso mehr Teile davon kaputt sind, bevor er seine Ult, sag ich mal, einsetzt, umso mehr Flammen kommen auf den Boden. Und man braucht 6 Flammen, die man einsammeln muss, damit seine Ult einen nicht one-hittet. Wichtig ist natürlich wie immer der Attribut, ne? Hier oben 8200 Kälte sollte man auf jeden Fall haben, full auf Feuerangriff gehen, damit man da auf jeden Fall den DPS hat und relativ viel einstecken kann. Und was halt leider auch ganz wichtig ist, du brauchst ein gutes Team. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Randoms überhaupt irgendwie möglich ist, um ehrlich zu sein. Sobald du die Flamme sammelst, darfst du nicht mehr getroffen werden, sonst sind die Flammen weg. What? Das wusste ich nicht. Okay, gut zu wissen. Sobald man eine Flamme eingesammelt hat, darf man sich nicht mehr treffen lassen. Was passiert jetzt? Eingefroren. Eingefroren! Lass dich raus! Bin ich unendlich lang eingefroren? Hä? Du fängst am besten schon bei 8.30 die Flammen zu spotten. Bei 7.50 fängst du an zu einzusammeln. Okay. Wir haben jetzt 8.30. Ich sehe gar keine Flammen. Eine! Eine gefunden. Eine gefunden. Und da brauche ich 6 Stück von. Da sind noch 2. Ich sehe sie. 3 Stück. Ich habe nur 3 Stück bekommen. Ich raus, ich habe 3 Flammen. Das geht nicht. Da ist eine Flamme. Eine gespottet. Noch eine Flamme. 2 gespottet. 2, 3 Flammen. 1, 2, 3, 4 Flammen. Dreh mich ein. Tau mich auf. Muss ich das drücken? Ich hatte 6 Stück. Das sind hier alles so neue Informationen, die so nach und nach reinplätschern. Also, du darfst nicht getroffen werden, dann verlierst du Flammen. Und der Buff, der hält nicht für immer, sondern nur eine ganz kurze Zeit. Fangen wirklich erst bei 57 oder so an zu sammeln. Aber ich dachte, bei 37 ballert der. Okay, bei 57 anfangen zu sammeln. Und in meiner Aura seid ihr dann auch safe oder nur ich? Das ist die nächste Frage, weil dann würde es ja Sinn machen, wenn sich alle in die Aura reinstellen. In der Aura safe, okay. Da müssen alle meine Aura kommen. Oder zumindest mal einer. Dann können wir nämlich zu zweit die anderen beiden wiederbeleben. Alle in der Aura safe. Da. Wie viel Schaden denn noch, ey? Habe ich nicht genug Ice Staff? Ist vielleicht besser, wenn ein Bunny sammelt wegen Speed. Ja, kann auch sein. Ich soll aufpassen, weil ich hier nichts auszusehen einsammle. Alter, hier sind voll viele Flammen. Hier sind übel viele Flammen, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, direkt nebeneinander. Okay, wir sind auf jeden Fall safe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist. Und noch eine 7 für Safety. Einmal die Ult überleben. Deswegen verstecke ich mich hier erstmal. Der muss woanders hin. Der steht da ganz doof. Also bei 57 fange ich an, ja? Okay. Boah, eine Bunny hätte ich jetzt echt gerne. Guck mal, das ist so eine richtige Bahn. Und der steht genau bei der Flamme. Ich werde so safe getroffen. Ich sehe das jetzt schon kommen. Ich renne danach ran und bumm, tot. Ich sehe das schon. Wenn
ihr die erste Ulti schafft, müsst ihr ihn killen. Sonst muss man das nochmal machen mit dem Sammeln, okay. Ich fange jetzt an zu sammeln, ja. Drei. Oh, ich habe so Angst, dass er mich angreift. Vier, ich habe fünf. Da hinten kann ich die sechs einsammeln. Kommt dann zu mir. Hier sind sogar noch einer auf Reserve. Wieso kommt der jetzt zu mir? Wieso denn jetzt eh hin? Ich hab. Aura! Wieder freigemacht! Nein, Serka, bleib stehen! Geschafft, Digga! Geschafft! Ich weiß nicht, was mit Serkan ist, aber der ist irgendwie weggeflogen. Ich habe immer noch meine Aura gehabt, ne? Wollte schon mal so sagen, ich hatte immer noch Aura. Wir müssen jetzt übel viel Damage noch machen, Leute. Ist noch nicht geschafft. Bist du immer noch eingefroren? Nee, bist frei, ne? Ich treffe das Ding einfach nicht, ne? Ich treffe es einfach nicht. Einen noch, oder? Schön. Und jetzt drauf, Leute. Ich sammle nicht nochmal Flammen ein. Entweder wir schaffen es jetzt oder nicht. Ich sammle nicht nochmal Flammen. Wir müssen das jetzt schaffen. Oh oh, oh oh, oh oh. GG, Leute. GG. Ich hoffe, das Ganze hilft euch weiter, um vielleicht selber den Frostläufer mit drei Kollegen zu schaffen. Mit Randoms ist es wirklich sehr schwer. Wenn ihr gute Randoms bekommt, glaube ich, kann das ganz gut auch mit Randoms funktionieren. Aber ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Wenn ihr die geschmolzene Festung nicht verpassen wollt und überhaupt zu The First Ascent noch mehr sehen wollt, lasst gerne ein Follow da, würde ich mich sehr freuen. Und ein Like auf dem Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.